Da bin ich wieder, Biganocks Barbecue. Leute, heute machen wir mal wieder ein Experiment. Und zwar will ich einem Steak noch eine extra Knusperkruste geben. Und ob das funktioniert, weiß ich nicht. Und wenn ihr da Bock drauf habt, zu sehen, ob es klappt, bleibt jetzt einfach dran. Ja, Leute, eine zusätzliche Knusperkruste zur normalen Kruste. Meine Idee ist nämlich ganz einfach. Ihr kennt doch alle mit Sicherheit, gibt es nämlich in jedem Discounter, in jedem Supermarkt, hier diesen Fisch Bordolese. Und ich stehe unheimlich auf diese Knusperkruste, die da oben drauf ist. Und, ey, Leute, warum sollte die nicht auch im Steak funktionieren? Ich kann mir das richtig, richtig, richtig lecker vorstellen. Und deswegen habe ich überlegt, weißt du was, machen wir einfach, denn ihr wisst doch, wie ich bin. Wenn ich auf irgendwas Bock habe und es ausprobieren will, dann probiere ich es aus, weil sonst weiß ich ja nicht, wie es schmeckt. Ja, und so eine Knusperkruste, beziehungsweise die Masse dafür, ist super easy zu machen. Da brauchst du einfach nur ein bisschen Butter. Ich mache noch ein bisschen Zwiebelchen, ein bisschen Knoblauch rein. Dann habe ich hier so ein paar gefrorene Kräuter, die da reinkommen, die allerdings erst am Schluss. Und wir schwitzen erstmal die Zwiebel und den Knoblauch so ein bisschen glasig. Also nicht viel, nur so ein bisschen. Und dann binden wir das alles, also dann kommen die Kräuter noch rein, und dann binden wir das alles mit Paniermehl. Ich habe jetzt hier so Panko-Paniermehl ab. So, und dann gibt das so eine pumpige Masse, und das ist diese Knusperkruste. So, und jetzt habe ich mir gedacht, klar, ich könnte natürlich mit meinem normalen Earl irgendwie machen. Dann würde ich jetzt oben irgendwie in die indirekte Zone legen und würde es da dann so die letzten Minuten nachziehen lassen. Aber ich habe jetzt was Neues. Und zwar habe ich hier vom Nero jetzt das Gasmodul drin. Und das ist natürlich geil, ne? Also ich stehe ja unheimlich auf dem Nero, auch mit Holz. Wirklich arbeite ich super gerne mit. Aber ich bin halt auch manchmal eine faule Sau und ist dann halt auch so ein bisschen manchmal erst Holz hacken und so. Ne. Und jetzt habe ich das Gasmodul. Und das ist natürlich geil. Anmachen, läuft. So, und deswegen Premiere vom Gasmodul. Hier schön Knusperkruste, dann hinterher oben so hoffentlich knusprig werden lassen. Und zwar werde ich so vorgehen, dass ich das Steak erstmal ganz normal im Grill angrillen werde, aber maximal bis zu einer Kerntemperatur von ca. 45 Grad. Dann schmiere ich da einfach die Pampe drauf, die wir vorher uns angebraten haben, und dann kommt es hier im Nero. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Ich tippe, nach 5 Minuten ist es hoffentlich schön goldbraun, hat dann eine ordentliche Kerntemperatur hier. Und wir können ordentlich reinballern. Ich habe keine Ahnung. Zum Nero möchte ich euch noch was sagen. Leute, Nero, wirklich ein geiles Gerät. Solltet ihr den noch nicht haben und ihr überlegt euch, den vielleicht zu Weihnachten zu kaufen. Bis zum 30.10. ist bei Bernhard direkt aktuell 20%. Ich schreibe euch den Rabattcode mal hier unter das Video in der Beschreibung. Also wenn einer zuschlagen will, 20% ist schon krass. So, Leute, und ich glaube, ich habe schon alles erzählt, weil es ist eine super simple Sache. Wir wollen halt jetzt einfach mal gucken, ob es funktioniert und ob es schmeckt. Und deswegen legen wir jetzt einfach los. My best friend is a machine gun. Let's begin. Me and T, we have so much fun. So is the man. He used to be friends with Bonnie and Clyde. John Dillinger took it for a ride. So is the man. Tommy gun.
Ja, Leute, und von der Kerntemperatur ist es jetzt auf 56 Grad und fertig. Ich gebe zu, es ist noch nicht gleichmäßig genug. Aber ich muss auch sagen, ich muss jetzt erstmal mit dem Gasmodul hier experimentieren. Ich hatte den auf halbe Power, am Anfang sogar auf dreiviertel Power. Definitiv zu viel. Da ist es hier an der Seite auch schon sehr dunkel geworden, sagen wir mal so. Hier vorne finde ich die Farbe ideal. Ich hätte also einfach auf kleine Power setzen sollen hier und einfach öfter mal den Teller drehen. Ich glaube, dann wäre es viel gleichmäßiger und dann wird es auch noch besser aussehen. Ich bin aber jetzt erstmal gespannt vom Geschmack, weil klar, Look können wir noch verbessern. Aber wie schmecken diese Brösel jetzt mit dem Steak zusammen? Und dafür schneiden wir das Steak jetzt einmal an und ich würde sagen, dafür kommt ihr auch nochmal ran. My best friend is a machine gun. Me and T, we have so much fun. We used to be friends with Bonnie and Clyde. Ja, Leute, also vom Garpunkt her mega, genau so wollte ich es. Wie gesagt, Kruste. Die ist auch, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr Butter, ein bisschen weniger Brösel nehmen sollen, dann wäre es noch pumpiger gewesen. Vielleicht so eine richtige Pampe, obwohl. So ist ja schon okay. Ne? Also, wie gesagt, wenn ich es jetzt nicht im Nero, sondern im Gasgrill einfach oben schon so bei den letzten 10, 15 Grad zum Ziehen drauf gemacht hätte, ich glaube, dann wäre es perfekt geworden. Das machen wir einfach ein andermal. Aber, wie gesagt, ich wollte ja Gasmodul vom Nero ausprobieren. So, und jetzt probieren wir das einfach mal. Ich bin so gespannt. Guten. Guten? Mm. Hm. Willst du auch probieren? Ja. Interessant. Das ist mal was anderes. Ich mache jetzt keine Begeisterungssprünge. Ich glaube, der Knoblauch passt nicht so wirklich, ne? Ja, aber der ganze Garten riecht auch nach Knoblauch. Ich glaube, also, so eine ganze Zehe Knoblauch war zu viel. War zu viel. Da hätte vielleicht eine viel kleinere oder vielleicht auch gar kein Knoblauch. Vielleicht hätte ich den Knoblauch mal ganz weglassen sollen. Mhm. Ich glaube, dann wäre es geil, oder? Mhm. Vom Prinzip her gar nicht so schlecht. Da also hast du schon recht. Ist eine gute Idee. Die ist noch ausbaufähig. Das werden wir natürlich probieren. Aber ich will ja auch nur anregen. Euch ja auch anregen. So, jetzt habt ihr das gesehen. Vielleicht habt ihr auch eine geile Idee. Probiert das einfach mal aus. Und wenn ihr das hinbekommt irgendwie und sagt, boah, das ist die ideale Lösung, schreibt es hier unten in die Kommentare. Also wirklich richtig geil. Es schmeckt richtig gut. Vielleicht macht einer sowas ja auch schon. Also, ne, vielleicht hat der das Rezept. Dann weißt her du, damit, ey. Das ist natürlich geil, das ist knusprig, ne? Ja. Das ist richtig gut. Okay, nächstes Mal Knoblauch weglassen. Übrigens. Fleisch ist der Hammer, ist von Your Beef Entrecot, richtig geil. Ja, wir knallen uns jetzt rein und wir haben auch noch eins. Das machen wir jetzt ohne Knoblauch. Aber das machen wir ohne Kamera. Da bin ich ja immer so nervös. Also, bis zum nächsten Video. Aber ich muss erstmal gegessen werden. Aber so ein Stück nehme ich auch noch. Ja. Was siehst du davon irgendwas? Was soll ich denn sehen? Also ich sehe nichts so weit wie Feuer. Wenn das gar nicht geht, können wir knicken. Scheiße. Ah, jetzt habe ich es ja gehört. Da brauchst du auch nichts sehen. Guck mal, geht der jetzt an? Warte mal. Ja. Krass. Jetzt ist er klein. Klein. Groß. Okay, aus. Sehr gut, alles klar. Ach, vom Prinzip her wirklich nicht schlecht, Schatz. Gute Idee, ne? Ja. Aber, ja, Knoblauch ist viel zu viel. Knoblauch muss weg. Hinten, wo ein bisschen so fast schwarz geworden ist. Guck mal. Findest du mit am geilsten? Du magst ja Röststoffe. Röstaromen.
Hier, das Schwarze, das ist gut. Das ist überhaupt nicht geil. Mega geil. Nee. Aber das sind unsere Geschmäcker. Ich mag halt supere Stoffe und du halt nicht. Nee, alle nichts. Für mich schmeckt das halt einfach verbrannt. Richtig verbrannt. Wahnsinn, da ist noch gar nichts verbrannt. Ah. Ja, tun wir mal was für die Linie und haben wir noch einen drauf.